Ja, und da kommen wir auch schon zu unserem letzten 5-Minuten-Speaker, der sich unter ja, vielen Einreichungen durchgesetzt hat und sich quasi die Wildcard hier für den letzten Spot gesichert hat. Patrice Becker ist 17 Jahre alt und leidenschaftlicher Hacker. Mit seinen IT-Fähigkeiten möchte er Flüchtlingen in Deutschland helfen, sich besser zurechtzufinden. Dazu hat er sich mit 10 anderen Jugendlichen zusammengetan aus 4 Bundesländern, aus 3 Ländern und 2 verschiedenen Kontinenten und haben gemeinsam die Plattform Germany Says Welcome entwickelt, die auch schon bei JugendHack 2 Preise abgeräumt hat. Und der Patrice stellt uns jetzt am besten sein Projekt besser vor. Auf geht's. Hi. Ich bin, wie eben schon schön angekündigt wurde, der Patrice und Hacken klingt so böse. Also erstmal würde ich sagen, ich bin technikbegeistert. Hacken ist so ein aggressiver Begriff. Ich weiß nicht, ob ich mich als aggressive Person bezeichnen würde, aber gut. Erstmal, was möchte ich jetzt erklären? Ich möchte darüber reden, wie und warum wir Flüchtlinge mit Technik helfen sollten und was Technik da Besonderes hat und vor allem auch, was unser Projekt da mit Technik zu tun hat und wie wir Leuten jetzt schon helfen können. Zunächst mal hier 4 Gründe. Viele Flüchtlinge besitzen ein Smartphone. Das ist jetzt nicht nur ein Vorurteil und das heißt, wir haben eine Plattform, mit der wir Flüchtlinge erreichen können. Ein zweiter Grund ist die Dezentralität, wenn man Software entwickelt. Man kann überall auf der Welt leben und wir haben Teammitglieder aus Basel und Tel Aviv. Das heißt, wir können, obwohl wir dezentral wohnen, alle an einem Projekt gemeinsam arbeiten. Ein weiterer Grund ist, dass Flüchtlingsheime dank der Freifunk-Community, auch nochmal danke an die Freifunk-Community deswegen, oft Wi-Fi haben. Die bemühen sich, kostenlose Wi-Fis einzurichten in vielen Flüchtlingsheimen. Das ist eine super Sache und deswegen können Flüchtlinge auch auf unsere App zugreifen und die nutzen. Ein weiterer Grund ist, wir arbeiten mit Behörden zusammen und Behörden sollen unsere Daten einpflegen und Behörden können es am besten machen, wenn sie digital sind. Dann können sie die Daten besser übersetzen, erneuern, die Daten pflegen, falls es irgendwelche Fehler gibt und auch Fragen beantworten. Hier sind jetzt mal 2 Projekte, die das Thema umsetzen. Die waren beide auch beim Refugee Hackathon in Berlin von der Anko Domscheit Berg. Das erste ist eine Plattform, in der man sich über Aktivitäten treffen kann mit Interessierten, also können Flüchtlinge Kontakte herstellen und Freunde finden. Und das zweite Projekt ist eine Jobbörse für Flüchtlinge. Und die Idee von Germany Says Welcome ist, dass wir eine App konstruieren, die viele Funktionen hat, sodass Flüchtlinge nicht sagen müssen, hey, diese App macht jetzt das und das, aber mit der App kann ich das und das machen, dann brauche ich jetzt die App für die Funktion und dann die und die und die. Wir wollen eine App haben, die möglichst ein Gesamtkonstrukt an Funktionen darbietet. Das heißt, wir haben uns zusammengesetzt bei Jugend Hackt West, das ist wieder so der aggressive Name, es ist eigentlich nur ein fancy Name für Jugend programmiert, aber gut. Wir haben uns bei JugendHack zusammengesetzt und haben damit anfangs 8 Leuten das Ganze entwickelt. Mittlerweile sind wir mehr als doppelt so viele. Wir sind insgesamt mehr als 20 Leute, unter anderem auch aus der Politik. Davon 11 Jugendliche und das ist ein mittlerweile immer spannenderes Thema. Die Presse interessiert sich dafür. Wir waren im ZDF, wir waren auf N24, wir waren unter anderem Höchster Kreisblatt, Golem, Heise Developer. Also es gibt wirklich Interesse dahinter und wir sind auch auf jeden Fall für neue Teammitglieder offen. Und ganz kurz jetzt, was wir so an Funktionen haben. Wir haben einen FAQ-Bereich. Das ist wichtig, das ist lokationsbasiert, also wenn ich jetzt in Berlin bin, habe ich andere Fragen oder andere Antworten auf meine Fragen, als wenn ich jetzt in Darmstadt bin. Dementsprechend lassen wir die Daten von Behörden, also von Kommunen und von Städten einpflegen. Ein weiteres Feature ist eine Karte, die zeigt zum Beispiel Behörden, also Ausländerbehörden an. Wir haben auf der Karte Wi-Fi-Hotspots aus der Freifunk-Community und auch zum Beispiel Krankenhäuser, also die Karte hat auch einige Funktionen. Und wir haben ein anderes Projekt angebunden, das heißt Phrasebook. Das sind die wichtigsten Übersetzungen in diversen Kategorien. Wir haben jetzt hier einfach mal Deutsch, Englisch und Arabisch ausgewählt, aber wir werden auch noch weitere Sprachen hinzufügen, dass man in der Einstellung einstellen kann, welche Sprache möchte ich denn überhaupt haben. So, wir haben uns dazu noch gedacht, wir teilen die Flüchtlinge in Etappen ein. Das heißt, Flüchtlinge haben nach der Ankunft eventuell andere Fragen, vielleicht eher eine medizinische Erstversorgung, als wenn sie schon länger hier sind. Das heißt, wir haben uns gedacht, die Karte zum Beispiel hat anfangs eher Krankenhäuser angezeigt und dann hat es zum Beispiel erst Bildungseinrichtungen in späteren Stadien, zum Beispiel wenn man den Asylantrag abwartet oder wenn man die Arbeit sucht, ist man vermutlich schon zugelassen, denn ohne bestätigten Asylantrag kann man in Deutschland nicht arbeiten als Flüchtling. Ja, das Team besteht, wie gesagt, aus ca. 20 Personen, 3 Mentoren und Vertretern aus Politik.
Das heißt, wir haben im Landtag NRW einige Leute dazu engagieren können, dass die das Projekt umsetzen. Ich habe mit dem Professor Dr. Lorz gesprochen, dem Kultusminister von Hessen, und habe ihm dann auch eine E-Mail geschrieben, aber er hat leider noch nicht geantwortet, obwohl Hessen ja eigentlich innovationstechnisch ganz cool ist. Also wir hoffen noch, die Kooperation mit Hessen hinzubekommen. Wir haben auch in Thüringen Gespräche und wollen möglichst bundesweit, weil Germany's das Welcome ist jetzt nicht gerade NRW's das Welcome, wollen möglichst bundesweit das Projekt starten, dass wir möglichst vielen Menschen helfen können. Das heißt, wir freuen uns über alle Leute, die jetzt sagen können, das gefällt mir, das ist ein cooles Projekt, da möchte ich mitmachen. Wir sind komplett auf GitHub vertreten. Unsere Website steht hier, germany-hess-welcome.de, die E-Mail-Adresse auch. Wir haben einen Facebook- und einen Twitter-Account und freuen uns über Anregungen, Wünsche, Ideen und so weiter. Auch gerne Feedback, wenn irgendwas nicht passt. Und deswegen bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören und ja, schönen Abend noch. Ja, danke. Das ist auf jeden Fall eine unterstützenswerte Sache.